öffnete sie das Leichentuch, in das die Kugel schützend eingewickelt war. Alexander richtete danach sich, nahm sich sie an und hielt sie gegen das Licht. Bedecke sie, sagte er. Halte sie immer verdeckt, war, reichte danach, nahm sie an sich. Ich glaube, der Terror beginnt jetzt erst wirklich. Oh ja. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a Baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Gucken wir uns hier nochmal schnell um. Ah, okay, den können wir nur zur Seite schieben, der ist zu groß, um damit was zu machen. Okay, den Stein könnte man noch zur Seite schieben irgendwie. Jo, ich habe die Laterne jetzt mit Absicht ausgemacht. Ein bisschen Öl zu sparen für später. Wir wissen ja nicht, was noch alles kommt hier. Jetzt geht es erst richtig los. Ich zieh weg hier, ey. Was passiert hier? Jetzt ist die Laterne ausgegangen, ohne dass ich was dazu beigetragen hätte. Folgen wir einfach mal den Schreien, so halbwegs zumindest. Aha. Okay. Zelle, da möchte ich gerne rein. Oh. Lebt dort einer? Ach, da kommen wir gar nicht mehr rein. Da ist nur noch wegrennen. Nichts wie weg hier. Du Hurensohn, woher kommst du? Abgeschlossen, geschlossen. Wenige Schwachstellen auf. Fuck, ich bin tot. Nicht so gut wie. Ach, Mutter, ich möchte dich. Hurry, Charlie. You must go. Find Gabriel, the outward, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hurry. I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise you. Zumindest das immer noch da. Irgendwo. Wenn die Musik verrät, ist ja schon. Dass ich nicht mehr endlich verpissen, dass ich endlich weiterspielen kann. Was ist da denn? Punkt, Punkt, Punkt. Eine Wunde blutet ziemlich stark. Na prima. Wir haben eine Laterne. Öl.
um den körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Ach, setzen wir noch mal ein. Ja. Einige Schnittwunden und blaue Flecken ist schon besser. Ach, deswegen war das Bild so rot eben. Ah, das Monster verzieht sich langsam. Sagen muss man noch das dumme Bett hier zur Seite schieben können. Da soll ich mich jetzt reinzwängen, ja? Sorry, aber du bist so psychisch kaputt im Moment, dass ich irgendwie nicht weiterkommen kann. Ah, jetzt kann er es endlich, oder was? Na, also geht doch. Es geht doch. Gefängnis Nordblock. Das Loch ist zu schmal, um hindurch zu schlüpfen. Sprich, wir müssen das Loch vergrößern, oder was? Ich kann sie eh kriegen, man sehen wir noch irgendwo rum. Ich hätte nicht mal eine Ahnung. Wie wimmelst du von diesen dummen Monstern, ja? Ich halte es psychisch hier so am Ende, dass ich langsam nicht mehr weiterkomme. Okay. Kann ich jetzt hier was? Where is she? Where did she go? No! Oh, tell! I'll never tell you! You're just making things worse. Look. This is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Eine Mais, ein Meißel habe ich aufgenommen. Das ist etwas anderes, noch etwas anderes nötig. Okay, dann glaube ich Bescheid zu wissen. Geht mir jetzt mal gar nicht. Ach ja, herrlich. Nur mit diesem Werkzeug lässt sich der Spalt nicht vergrößern. Ich brauche noch einen Hammer. Ah ja, ich bin wieder halbwegs klar in der Birne zu sein. Sehr schön. Kopf dröhnt und die Hände zittern, besser als nix. Ja, hallo, ich möchte das Körpermittel hier gerne mitnehmen, aber ich darf ja irgendwie nicht. Keine Ahnung, er will es nicht mitnehmen. Wer blöd ist oder so, keine Ahnung. Dann nicht. Ah, ich kann es anzünden, juhu. Ich kann jetzt nicht durch Dunkel rennen. Die Ritter so oder suchen in Panik. Wenn ich unbedingt durchs Dunkel rennen muss. Hier muss ich glaube ich nicht noch mal rein. Hinterher. Ja, keine Ahnung. Ja, ich bin langsam ein bisschen überfragt wieder einmal. Hab ich den Meißel denn noch? Ja, den Meißel habe ich noch. Okay, wenn ich jetzt hier runterlaufe, wenn ich mir dann das komische Schloss, wo ich eh nicht weiterkommen werde.
Nichts. Vielleicht hiermit? Auch nicht. Das ist ein stabiles Metall und in gutem Zustand, das bringt nichts. Ja, da kommen wieder meine Freunde, die ekligen Viecher. Nerven mich. Ach, hier ist irgendwo Monster unterwegs. Hauptsache, sie ist bei mir hier drinnen. Was zur Hölle? Du Seitenpsychopath, fick dich. Na, wieder tot. Ja, wow, wenn er die Laterne nicht anzünden will, obwohl er Öl hat. Du darfst nicht aufgeben. Ach, gib doch selber nicht auf, ihr Penner. Ach so, ich hatte kein Öl in der Laterne. Zu wissen, dass mir das auch langsam ausgeht. Okay. Ja, jetzt rennt er hier unten rum. Ach, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr. Töte mich, dass du da auch mal wie unterwegs bist. Ich hab keine Lust mehr. Wow. Komm, lass uns kämpfen, du Sau. Komm, lass uns kämpfen, ja. Ich rede mit dir. Tot. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Tut mir leid, Leute. Doch irgendwie nervt mich dieses Spiel momentan. Ich habe endlich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab ehrlich keinen Bock mehr. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Part von Amnesia, also Dark Descent. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. So, nach gestern geht's mal weiter, nachdem ich mich mit Absicht von diesem Manikicken abkillen lassen. Hoffen wir mal, dass heute weitergeht, irgendwie, keine Ahnung. Weiterspielen, ja. Ich habe mir echt den Weg nicht gemerkt, tut mir auch ehrlich leid. So wieder ein bisschen normaler jetzt zu reden. Es geht einfach mal krass auf die Kehle, muss man mal sagen, wenn man die ganze Zeit redet. Ist extrem. Ernsthaft. Einfach ein Extrem und versuche mal einfach ein bisschen länger dann durchzuhalten heute wieder. Mit dem Let's Playen für euch. Ja. Aber wenn ich schon damit rechne, dass ich gleich wieder tot bin, weil der Idiot mich wieder umrennen wird. Will das dämliche Spiel mich etwa verarschen? Komm, this way. Nee, sorry Freunde, doch irgendwo hört da bei mir der Spaß auf. Und ich lade lieber einen Spielstand. Ich meine, ich habe ja noch garantiert irgendwo ein Gefängnis Südblock. Hintere Halle. Gefängnis Südblock klingt doch gut, wenn ihr mich fragt. Hoffen wir mal, dass es das richtig ist. Ich meine, ich habe keine Lust, schon wieder an diesem Idioten von gestern vorbeizurennen. Ist genau das gleiche? Was ist mit dem scheiß Spielplatte plötzlich los? Mann, jetzt lauf, du Idiot. Jetzt lauf einfach nur noch. Ich hab keinen Bock mehr. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Ja, tut mir ehrlich leid, dass ihr euch den ganzen Mist jetzt noch einmal reinziehen müsst. Ich kann es leider nicht ändern. Doch, also ich könnte zwar sagen, ey, Moment mal, ich nehme jetzt hier einfach später wieder auf erst. Und komme dann wieder erst an, wenn es soweit ist, aber... Ja, wir hätten alle nichts davon, denke ich mir gerade. Wie gesagt, habe ich gar keine Lust, hier reinzurennen. Idiot. Hier kommt jetzt hässliche Monster. Da ist es schon. Verfolgt uns.
Bye bye. But Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. But... someone is coming. Hurry, I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine, I promise. Bekloppte Monster ist immer noch irgendwo unterwegs. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Dinger nicht gerade... Ja, es ist so, dass die Dinger einfach lustig aussehen, aber mal ganz ehrlich. Es rennt dieser auch hier irgendwo rum und ja, ist jetzt ununterbrochen unterwegs. Ich persönlich finde es nicht gerade amüsant. Die Schreie gehen mir auch auf den Nerven. Ich glaube, ich bin wieder irgendwo unterwegs. Ich meine, man kann die Viecher nicht mal einsperren. Nee, egal, heute wird es ein recht kurzer Let's Play-Trip. Tut mir leid, doch ich habe keine Lust, hier stundenlang zu warten. Gucke ich mal, ob ich nicht was anderes aufnehmen kann. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich so speichert, wie ich es eben hatte und dass ich hier nicht wieder stundenlang zurückrennen muss. Deswegen an der Stelle mal einfach, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Part von Amnesia, so dass ihr es kennt.